So, wir sind in der nächsten Folge von Command & Conquer 3, der GDI-Kampagne, und wagen uns nun an Hampton Roads. Hampton Roads ist auch ein kritisches Ziel, Commander. Als Nott den Hafen einnahm, schnitten sie nicht nur unseren Nachschub ab, sie haben sich auch verstärken können. Sie sollten den Stützpunkt infiltrieren, das Radar deaktivieren und die Truppen ausschalten. Wir stellen ihnen unsere besten Kommandos zur Verfügung. So, das wird lustig, Mission spielen. Hampton Roads. Zerstören Sie den Hafen, um zu verhindern, dass die Verstärkung Hampton Roads erreicht. Schleusen Sie dazu ein GDI-Elite-Kommando in die Anlage ein. Schalten Sie das Radar aus, indem Sie die Kommandozentrale des Feindes zerstören. Anschließend können Sie sich auf den Bomberstützpunkt konzentrieren. Sobald Sie die Bomber neutralisiert haben, schicken wir Ihnen einige Schlachtschiffe. Ihre Scharfschützen können für die Schiffsgeschütze Ziele markieren. Und los geht's. Legen wir los. Aktualisiert. Moment, bevor du eine Nachricht empfängst. Kommando. Ja, die Kommandos ist eine sehr lustige Geschichte, was hier steht. Könnt ihr natürlich gerne lesen, wenn ihr wollt, einfach das Video pausieren. Ich scroll hier mal ganz kurz runter. Und klicke auf Zurück. Fange Nachricht. Zerstören Sie diese Operationszentrale, damit Nord keine Verstärkung anfordern kann. Machen wir doch gerne, Eva. Ich bin da. Das ist gut, wenn du da bist. Ich bin auch da. Und die Zuschauer hoffentlich auch. So, übrigens, super Pisswetter. Also im Wetterbericht hat hier wohl keiner drauf geachtet. Übrigens, guck mal hier. Du machst mal die Soldatenplatte. Hier, das da, auf den Kisten. Das ist das alte Logo der GDI aus Operation Tiberian Sun. Schon faszinierend, was die hier in Tiberian Wars eingebaut haben, ne? So. Jetzt haben wir da natürlich ein paar Flammenwerfer-Soldaten. Die sind, also dem ist sogar ein Kommando nicht gewachsen. Kann ich rüberfliegen? Ja, kannst du. Wir sollten die Typen da erstmal weglocken. Ich bin da. Weil wenn die mit ihren Flammen hier meinen, schießen zu müssen. Alter, Alter, Alter. Bin schon da. Der Hintern kokelt. Und los geht's. Und jetzt sprengen wir das Ding. Es ist der Gedanke, der zählt. Einsatzziel erreicht. Joa. Schlachtfeld erweitert. Wir kommen nicht nah genug ran, solange uns die Bombe angreift. Ach, Scheiße. Empfange Nachricht. Nordbomber verhindern die Unterstützung durch unsere Flotte. Zerstören Sie den Hangar, um die Gefahr zu beseitigen. Okay, machen wir natürlich gleich. So schnell wie möglich. Zurück zu unserem Kommando. Der wird doch bestimmt gerade beschossen, oder? Naja, ich glaube, er hat die Flammentypen alle kalt gemacht. Wir sollten jetzt nur noch Kistenausschau halten, um den Typen hier ein bisschen auszurüsten. Da ist schon eine. Müssen wir gleich angehen. Da haben wir sogar eine. Ich bin da! Ach du schöner Spaß. Okay, mach mal alles platt. Moment. Ich bin da. Jawohl. Dienstdaten aktualisiert. Logistikcontainer ungenutzte Möglichkeiten. Ja, in den Containern, da könnt ihr ruhig mal kurz durchlesen, was da alles steht. Einfach das Video pausieren. Ich scroll hier nochmal runter und dann geht's weiter. In den Containern befinden sich unterschiedlichste Gegenstände. Man kann entweder... Ja. Entweder wird eine Einheit dadurch repariert. Oh, und wir sollten uns etwas beeilen, weil sonst haben wir bald keine Schiffe mehr. Positiv. Oder eine Einheit erhält einen zusätzlichen Rang, so wie unser Kommando hier gerade. Ich bin da. Ich habe eine kleine Überraschung dabei. So, das wäre alles mal gesäubert. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir uns ganz schnell da zu der Landeplattform vorarbeiten. Da haben wir noch mal eine Kiste. Und tschüss. So, die snipern wir natürlich alle mal professionell weg. In einer der Kisten sind sicher Vorräte. Ja. Die mache ich gerade schon hier, ne? So, jetzt ist der Bursche geheilt, aber ich hätte ganz gerne eine Kiste, um ihn weiter aufzurüsten, vom Rang her. Dass der... Ist ja gut. Kommt mir bekannt vor. Dass der ganz einfach bessere Feuerkraft hat und sich vor allen Dingen selbst heilt, dann sind Kommandos so cool. Ich muss diese Bombe unbedingt lahmlegen. Einer weniger. Ich hab dich nicht vergessen. Nein, dann knall ihn ab, wenn du ihn nicht vergessen hast. Geht klar. Fangen wir mit denen an. Ja, genau. Ja. Fangen wir mal mit dem da an. In den Stau. Jawohl, sehr schön. Okay. So, weißt du was? Wir schalten jetzt einfach hier die Bombe aus, weil was soll der Geiz? Kinderspiel.
Ich glaube, ich darf nicht so nah ans Mikrofon ran, ne? So schnell, bevor sie wieder starten. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ach du Scheiße. Jawohl! Jetzt ist er maximal aufgerüstet. Lauf mal da hoch, Kollege. Neues Bonus. Bin unterwegs. Erobern Sie Hampton Roads nur mit dem Kommando zurück. Das heißt, wir dürfen die gar nicht einsetzen. Ich bin bereit. Aber macht man natürlich gerne. In Ordnung. Alles klar. Jetzt nichts wie weg. Bei dem Burschen haben wir jetzt maximal aufgerüstet. Verstärkungen eingetroffen. Sir, schicken Sie uns da rein. Wir markieren ein Ziel. Nee, wir machen gar nichts. Das überlasst ihr schön dem Commander. Erobern Sie Hampton Roads zurück, indem Sie den Nordstützpunkt zerstören. Machen wir das natürlich gerne, und zwar nur mit dem Kommando-Bot. Das wird lustig. Geheimdienstdaten aktualisiert. Moment. Was haben wir denn da? Der Geist in der Maschine ist auch sehr interessant. Ausschnitt aus INN Holobrief, 28. Mai 2043. Mit der Sprengung des vermutlich letzten Kabalbunkers durch ein Ingenieurteam der GDI fand gestern ein ungewöhnliches Kapitel des Zweiten Tiberium-Krieges seinen Abschluss. Wie Sie alle wissen, war Kabal eine verbrecherische KI, die im Schutz ihres weit verzweigten Bunkersystems einen kurzen Krieg gegen die Menschheit entfesselt hatte. General Paul Cortez, der gefeierte Kriegsheld und ehemalige Direktor des Büros für Mutantenfragen, bezeichnete seinen einstigen Gegner im Rahmen einer Feierstunde indes als billige Eva-Kopie mit Spitzbart und Napoleon-Komplex. Cortez begründete seine Entscheidung, der Sprengungszeremonie fernzubleiben, mit seiner kritischen Haltung gegenüber der umstrittenen Tiberium-Politik der Regierung, die er als lächerliche Reaktion auf die Bruderschaft von Nord bezeichnete. Gerüchte, dass mit besagtem Bunker auch Beweise für menschliches Leben oder humanoide Lebensformen vernichtet wurden, wies GDI-Sprecherin Arlene Shepard entschieden zurück. Und für die, die es jetzt nicht wissen, die Geschichte mit Kabal, okay, die ist durch den Zweiten Tiberium-Krieg zustande gekommen. Also nach Operation Tiberian Sun gab es das Erweiterungspack Mission Feuersturm. Da hat sich die KI der Bruderschaft von Nord selbstständig gemacht, nämlich der Kabal, und hat versucht, sämtliche Menschen in Cyborgs zu verwandeln, also in kybernetische Kampfroboter. Ach, bin unterwegs. Und als GDI-Commander musste man natürlich alles daran setzen, hier die Menschheit zu retten, war ganz klar, ne? Und der Kabal, muss man schon mal so sagen, der war ein richtig, richtig zäher Hund. Los geht's! Kommt mir bekannt vor! So, kleine Überraschung für dich. Warum sammle ich mit dem eigentlich die Kisten noch ein? Der ist doch komplett geheilt und schon vollständig aufgerüstet. Ich mache aber auch Blödsinn hier. Und ich werde ganz kurz mal hier speichern, für den Fall der Fälle. Hier Langley löschen, jawohl. Und dann hier Spiel speichern und weiter geht's. Ich bin da. So, jetzt müssen wir nur gucken, wo hier Feindeinheiten kommen. Bin schon da. Ich bin da. Nicht, dass wir hier überrascht werden oder so. Okay. Ach, guck mal da vorne. Nicht so schüchtern. So, der wäre weg. Ach, shit. Ich hab dich nicht vergessen. Kann man den wirklich so kalt machen? Ja, ne, das geht. Ist nur ein Not-Mod. So, der wäre platt. Kommt mir bekannt vor. Komm schon, schieß! Kinderspiel. Jawohl! Also, wir sollten nochmal die Waffenfabrik plätten, weil das geht so nicht. La 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 la. Jungs, folgt mir mal. Kommt mal mit, habt eine Überraschung für euch. Kommt, kommt, kommt. Ich bin da. Kommt, kommt, kommt. Kommt, kommt, kommt. Kommt, 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 kommt. Und Überraschung. Ach Mist, jetzt war das plus 1 Spot, den wir geplättet haben. Wow. Also mit Flammenwaffen, da bin ich ja generell ein bisschen sensibel. Bin unterwegs. Hier erstmal die Infanterie kalt machen. Jawohl, sehr schön. Und jetzt hier die Waffenfabrik, bevor der weitere Fahrzeuge produzieren kann. Ach du Scheiße, hier die Flammensoldaten weg. Die Flammensoldaten. Alter Schwede. Ja, also unser Kommando ist natürlich jetzt die perfekte Ein-Mann-Armee. Das wird im Laufe der Kampagne leider nicht so bleiben. Weil mit jedem fortschreitenden Level steigt natürlich auch der Schwierigkeitsgrad und, naja, dementsprechend die Kampfkraft und Ausdauer und Panzerung der einzelnen Einheiten. Die fällt und steigt da halt auch. Aber ich würde sagen, wir beenden die Mission hier nach knapp 10 Minuten. Das geht ja.
Also bei Command & Conquer, da muss man ein bisschen flexibel sein, was die Spielzeit betrifft. Es ist der Gedanke, der zählt. Ob jetzt mal 10 oder 15 Minuten ist dann, denke ich mal... Wird außer sich sein. Ja. Ist dann, denke ich mal, doch verkraftbar. Ziel erreicht. Mission erfolgreich. Ach, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Spieldauer 6,5 Minuten. Hä? Laut meinem Handy nehme ich aber schon seit 10 Minuten auf. Also irgendwas stimmt doch da mit der Spieldauer nicht, oder? So, was haben wir denn? Primärziele natürlich alle erreicht. Bonusziele haben wir alle. Und Geheimdiensteinträge haben wir ebenfalls alle. Und dann würde ich mal sagen, gucken wir uns noch eine Filmsequenz an, oder? GDI Oberkommando Washington DC, blaue Zone, B2. Nun, Commander, hervorragend gelöst. DC ist wieder unter unserer Kontrolle. Und wir haben einen neuen Direktor, Redmond Boyle. Er ist bisher Finanzsekretär der GDI gewesen. Ich weiß, was Sie denken. Aber so steht's nun mal im Protokoll. Alle Vorgesetzten Boyles kamen beim Angriff auf die Philadelphia ums Leben. Sehen Sie, der Vorteil ist, dass Boyle als kluger Mann die Finanzkanäle kontrolliert und wir brauchen jeden Penny, um den Krieg zu gewinnen. Entschuldigen Sie, General, aber Sie sollten wissen, dass... General Granger, Redmond Boyle, es ist mir eine Ehre. Danke. Wirklich. Danke, Direktor. Sie konnten nicht ahnen, dass ich kommen würde. Bitte entschuldigen Sie, aber ich war gerade hier in der Nähe und wollte mich bei Ihnen persönlich für Ihre Arbeit bedanken. Danken Sie nicht mir, Direktor. Danken Sie dem Commander. Commander, schön, dass Sie auf unserer Seite stehen. Ihre Erfolge auf dem Schlachtfeld sind eine Inspiration für uns alle. Aber ruhen Sie sich nicht auf Ihren Lorbeeren aus. Wir dürfen uns nicht damit zufrieden geben, das zurückzuerobern, was uns gehört hat. Wenn Nott einen Krieg will, sollen Sie ihn haben. Einen Krieg, der Ihrer Schreckensherrschaft ein Ende setzen wird. Aber eins nach dem anderen. Beenden Sie zuerst Ihre Arbeit hier in DC, Commander. Erobern Sie die Stadt zurück. Zeigen Sie der Welt, der Sieg gehört uns. Ja, große Worte. Und wir haben jetzt natürlich die ehrenvolle Aufgabe, das Weiße Haus zu retten. Aber darum werden wir uns natürlich beim nächsten Mal kümmern. Ich werde mich jetzt erstmal von euch verabschieden. Und ich glaube, ich gehe jetzt dann erstmal ins Bett, weil ich bin eigentlich hundemüde und ich müsste eigentlich tonnenweise Folgen vorproduzieren. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich noch eine halbe Stunde Minecraft spielen soll. Ich glaube, ich mache das auch. Aber egal, wie gesagt, an dieser Stelle werde ich erstmal die Aufnahme pausieren. Ich danke euch mal recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.